Ein Greenhorn, Englisch für Neuling, ist eine Person, die sich neu in ein Fachgebiet einarbeitet, um ein persönliches Ziel zu erreichen oder in die entsprechende Gemeinschaft aufgenommen zu werden. Hi, ich bin Saki. Willkommen zu einer weiteren Folge meiner Greenhorn-Reihe für Bushcraft-Anfänger. Das ist mittlerweile Teil 11 und in den vergangenen 10 Teilen habe ich dir eine Menge Möglichkeiten gezeigt, wie du mit deiner einfachen Survival-Plane draußen eine ganze Menge Spaß haben kannst, Dinge aufbauen kannst und dich vor richtig schlechtem Wetter schützen kannst. Damit habe ich dir viele, viele Möglichkeiten zum Training gegeben. Wenn du jetzt aber ein richtiger Bushcrafter, ein Waldläufer werden willst, dann willst du natürlich noch mehr Ausrüstung haben als nur eine Plane und eine Wasserflasche. Und dementsprechend geht es ab diesem Teil darum, die Ausrüstung dann auch langsam zu erweitern, so wie ich es in den allerersten Greenhorn-Teilen ja schon gesagt habe, dass wir das dann irgendwann tun wollen. Ja, aufmerksame Zuschauer meiner Greenhorn-Reihe, denen wird vielleicht auffallen, dass meine Scout-Rolle heute ein klein wenig dicker wirkt als sonst. Das liegt daran, dass ich den nächsten Ausrüstungsteil schon dabei habe. Es ist Teil meiner Scout-Rolle geworden. Und ich würde sagen, schauen wir doch mal rein, oder? Und es handelt sich um einen sogenannten Poncho-Liner. Was ist ein Poncho-Liner? Ein Poncho-Liner ist eine dünne, leichte Steppdecke mit einer dünnen Kunstfaserfüllung. Und der Poncho-Liner kommt aus dem militärischen Bereich. Soldaten tragen ihn mit sich, um sich in Verbindung mit ihrem Regenponcho einen wärmenden Schutzschlafsack quasi zu bauen. Man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Ein Regenponcho ist ja nichts anderes als unsere Survival-Plane, ein bisschen dünner, aber es ist auch eine Plane, die wasser- und winddicht ist. Die würde man sich glatt ausbreiten und sich hineinrollen, wie wir es auch schon mal mit unserer Survival-Plane gemacht haben, so als Biwaksack. Und dort hinein legt man dann zusätzlich diesen Poncho-Liner und wickelt sich in beides zusammen ein. Und dann hat man quasi wie so einen Leichtschlafsack, kann man sagen, um sich schon mal ganz gut zu schützen. Das ist ganz wichtig und kein Ersatz für einen richtig guten Schlafsack. Aber bei nicht zu kalten Temperaturen kann man sich damit schon richtig gut schützen. Und dementsprechend können wir es auch perfekt für unsere Abenteuer hier draußen verwenden. Und ich empfehle Anfängern ja sowieso nur bis tiefstens 8 Grad Celsius Nachttemperatur draußen zu übernachten. Als Anfänger muss man auch gar nicht bei kälteren Temperaturen übernachten oder muss man auch gar nicht draußen übernachten, aber das Training dafür kann man auch tagsüber machen. Also bei richtig kalten Temperaturen ist nur eine Plane und so ein Poncho-Liner nicht geeignet, aber fürs Training und für wärmere Temperaturen im Sommer, im warmen Frühling, im warmen Herbst, da reicht sowas schon komplett aus. Was mir sehr wichtig war: ich möchte ja für die Greenhorn-Reihe möglichst günstige Ausrüstungsgegenstände vorstellen, damit ein Anfänger möglichst günstig oder mit selbstgebauten Dingen an seine erste Ausstattung kommt. Und so einen Poncho-Liner hier, den bekommst du für etwa 20 Euro im Online-Handel. Okay, dann probieren wir es doch direkt mal aus. Wie würden wir uns jetzt so ein militärisches Lager, einen militärischen Leichtschlafsack mit Poncho-Liner und unserer Survival-Plane aufbauen? So, ich habe mir hier jetzt eine Stelle ausgesucht, wo ich diesen Notschlafsack aufbauen möchte, um dann so ein bisschen zu lagern. Jetzt habe ich dir schon ganz häufig gesagt, dass es immer sehr, sehr wichtig ist bei Kälte, dass man sich vor der Bodenkälte schützt, dass man sich irgendwie isoliert. Wenn es jetzt relativ warme Temperaturen wären, dann würde es vielleicht sogar komplett ausreichen, dich einfach in deinen Notschlafsack aus Survival-Plane und Poncho-Liner auf den Boden zu legen. Denn dann hast du ja schon mal eine Schicht Plane und auch eine Schicht Poncho-Liner zwischen dir und dem Boden. Hier bei mir ist es heute aber richtig kalt.
Ich habe nur 3 Grad Außentemperatur und wenn ich mich jetzt mit diesem Notschlafsack hier einfach hinlegen würde, dann würde ich diese Kälte sehr schnell spüren, wie sie so in meinen Körper hineinkriecht. Das heißt, als allererstes muss ich mir jetzt erstmal wieder eine Waldläufermatratze improvisieren. Wie gesagt, kannst du das mit allen möglichen Dingen machen. Du hast das ja schon häufig in meinen anderen Greenhorn-Teilen gesehen. Mit frischem Pflanzenmaterial, mit getrocknetem Pflanzenmaterial. Einfach eine schöne dicke Matratze aufschichten, die dich vor der Bodenkälte schützt, weil da viele kleine Lufteinschlüsse sind, die wirklich wie eine ganz normale Luftmatratze funktionieren. Als erstes, wie immer, den Boden von allem Möglichen befreien, was dich beim Draufliegen stört. Steinchen, Stöckchen, Tannenzapfen und so weiter. So ein alter, toter Baumstamm kommt mir da gerade recht. Diese Schindeln kann ich gut als unterste Schicht verwenden. Das ist doch schon mal eine gute erste Schicht. Und darauf werde ich mir jetzt Laub packen. Das ist zwar nicht so ganz trocken, aber ich habe ja die Survival-Plane, die mich vor der Feuchtigkeit schützt. Und wenn ich es von geschützten Stellen nehme, so wie unter diesem Busch hier, dann ist es noch ein bisschen trockener als das, was hier außenrum liegt. Es wäre allerdings richtig viel Arbeit, das Laub jetzt händeweise zum Lagerplatz zu schleppen und dementsprechend helft dir doch einfach mit deiner Survivalplane. So, ich denke, das sollte ausreichen und darüber kommt jetzt die Survival-Plane. Und darauf der Poncho-Liner. Den lege ich gleich doppelt. Und binde ihn seitlich zusammen, sodass eine Art Schlafsack entsteht. Ganz einfache Schleife. Am Fußende und in der Mitte zusammengebunden. Hier oben lasse ich ihn offen, damit ich leichter in meinen Schlafsack hineinkriechen kann. Aus der Survival-Plane mache ich mir jetzt wieder einen schützenden Biwaksack, wie ich es schon mal gezeigt habe. Und dann binde ich mir auch wieder den Fußbereich zusammen. Und schon haben wir einen Notschlafsack.
Schön einmummeln. Oh, das ist gut bei diesem Wetter. Ich habe ganz schön kalte Hände vom Laubsammeln, aber jetzt kann ich mich prima aufwärmen. Ich habe jetzt mal eine ganze Weile hier drin gelegen und es ist regelrecht gemütlich und kuschelig warm. Ich muss aber dazu sagen, solch ein Setup hier, das ersetzt nicht eine hochwertige Ausrüstung mit gutem Schlafsack und gutem Biwaksack, aber es ist eine Improvisation fürs Survival-Training, fürs Bushcraft-Training und dafür hast du dann nicht mal 30 Euro bezahlt. Aber eins ist noch ganz wichtig, solch eine Plastikplane hier ist überhaupt nicht atmungsaktiv. Das heißt, wenn du hier eine Weile bei kühlen Temperaturen drin liegst, dann wird es zu Kondenswasser kommen, so auf der Innenseite der Plane. In diesem Fall ist das dann so, dass diese Feuchtigkeit von dem Poncho-Liner aufgenommen wird. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass du den Poncho-Liner immer regelmäßig gut auslüften lässt, zu Hause auch wieder gut trocknen lässt. Draußen ist das erstmal nicht so wild, also für eine wirkliche Survival-Situation, das ist der Vorteil von Kunstfaser. Kunstfaser wärmt auch in feuchtem Zustand. Gut, also immer wieder dran denken, schön auslüften lassen, zum Trocknen aufhängen und dann kann nichts schief gehen. Ich baue zusammen. Trinken nicht vergessen. Apropos, so ein Poncho-Liner wird immer in solch einem Packsack hier geliefert. Den brauchen wir nicht wirklich, wenn wir den Poncho-Liner in der Survival-Plane transportieren. Aber den können wir ab sofort nehmen, um unser ganzes Kleinkram darin zu organisieren, damit das nicht in der Survival-Plane so hin und her rutscht. Das heißt, Flasche rein und auch das Bandmaterial rein. Zu. Ich habe hier sogar noch so eine Befestigung mit dran und dann legen wir das einfach so in unsere Survival-Plane, in die Scout-Rolle mit rein. Macht's gut! Schau auch auf meinem Gear-Kanal vorbei. Dort stelle ich Wanderern, Trekking-Interessierten, Bushcraftern oder einfach nur Gear-Junkies interessante Produkte für unsere Outdoor-Hobbys vor.